Okay, kommt bitte auf euren Rücken. Lasst uns bitte weitermachen. Und diejenigen von euch, die schon am Rücken liegen, nehmt euch einen Moment Zeit, nochmal wahrzunehmen, was jetzt in den Vordergrund der Aufmerksamkeit kommt. Genau, und ich mache weiter mit dieser Idee des Beckenrollens. Wir werden wieder mit den Fußsohlen zueinander arbeiten. Wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr da gerne ein bisschen Unterstützung haben möchtet, dann holt euch jetzt irgendwie was, so dass das Gewicht eurer Beine nicht irgendwie irritierend für die Hüftgelenke ist. Ja. Also für diejenigen von euch, für die eben die Beine sehr schwer sind, für die anderen, die eh die Beine so einfach zusammennehmen können, ohne dass es eine große Herausforderung ist. Ihr könnt natürlich ohne die Dinger sein, aber für dich auf jeden Fall. Genau. Okay, und dann legt euch bitte auf den Rücken und bringt die beiden Fußsohlen zueinander. Genau, und beginnt nochmal ganz sanft diese Bewegung zu machen. Ich habe die gestern damit begonnen, dass ich gesagt habe, hebe den und senke den unteren Rücken. Das habe ich eigentlich nur gesagt, um euch davon abzuhalten, Druck durch den Fuß zu geben. Ja, das ist sozusagen so ein bisschen das Kriterium, was er versucht wegzulassen. Aber eigentlich ist die Anweisung die, beginne bitte dein Becken so zu rollen, dass es nach unten kippt in Richtung 12 Uhr und von dort wieder zurückkommt in seine Ausgangsposition und von dort weiter nach oben kippt in Richtung 6 Uhr. Und gestern habe ich von einem relativ großen Zifferblatt gesprochen, auf dem ihr sitzt. Dort, wo euer Neutral ist, die Mitte für die Bewegung des Beckens, dort ist sozusagen der Ursprung des Ziffernblatts. Heute würde ich euch bitten, dieses Ziffernblatt kleiner zu machen in eurer Vorstellung. Nach wie vor ist die 12 in Richtung eures Kopfes, die 6 ist nach unten in Richtung eurer Füße. Aber in eurer Vorstellung projiziert die 12 an die Stelle hin, wo ihr leicht in der Bewegung hinkippen könnt. Ihr könnt euch für einen kurzen Moment vorstellen, dass dieses Zifferblatt, dass diese Ziffern auf dem Zifferblatt, die 12, leicht erhaben ist und ihr könntet dieses leicht erhabene Ziffer mit eurem Becken so ein bisschen im Boden hineindrücken. Und dann kommt von dort wieder weg, rollt über den Ursprung der Zeiger hinweg und rollt nach unten in Richtung 6 Uhr. Und auch dort könntet ihr euch vorstellen, dass ihr irgendwie mit dem unteren Ende des Kreuzbeins oder mit dem Steißbein dieses Ziffern der 6 berührt. Und ihr habt dann so ein kleines Zifferblatt hinter eurem Becken, muss man richtigerweise sagen, liegen. Und ihr bewegt euch zwischen 6 und 12, 12 und 6 hin und her. Bringt sie die 12 nach unten, genau, Entschuldigung, man kann beides unterrichten, gestern habe ich es mit der 12 nach unten begonnen, also die 12 ist zwischen euren Beinen, die 6 ist nach oben. Und dann langsam lasst die Aufmerksamkeit weiter durch euch hindurchgehen und beobachtet am oberen Ende der Wirbelsäule, was macht der Kopf für eine Bewegung, wenn das Becken diese Rollbewegung macht? Wie setzt sich diese Bewegung durch die Wirbelsäule fort? Gibt es Bereiche, in denen ihr sehr klar spüren könnt, wie dieser Schub sozusagen nach oben und der Zug nach unten sich durch die Wirbelsäule fortsetzen? Und gibt es andere Bereiche, wo die Wirbelsäule vielleicht ein bisschen weniger deutlich, ein bisschen weniger klar ist.
Und was macht der Kopf in der Bewegung? Das ist eine Frage, die uns gerade Fitzi vorher gestellt hat, dass sie das Gefühl hat, wenn sie sitzt und diese Bewegung des Rollens des Beckens macht, ist eine andere Kopfbewegung damit verbunden, als wenn es im Liegen ist. Jetzt im Liegen, wenn du dein Becken nach oben rollst in Richtung 6 Uhr und du dir vorstellen würdest, dass ein zweites Zifferblatt liegt hinter deinem Kopf und der Ursprung der Zeiger ist wieder an der Stelle, wo dein Hinterkopf im Neutral aufliegt. Wenn das Becken Richtung unten, Richtung 12 Uhr kippt, was macht der Kopf? Und wenn das Becken nach oben Richtung 6 Uhr kippt, was macht der Kopf für eine Bewegung? Geht er ebenfalls Richtung 6 Uhr, 12 Uhr in die gleiche Richtung oder macht er gegenläufige Bewegungen oder macht er ganz was anderes? Und dann macht einen Moment Pause, bitte. Und komm wieder zurück in die gleiche Situation, beide Fußsohlen berühren sich, aber dieses Mal lass bitte die Rolle unter deinem linken Knie für einen Moment weg. Die kannst du gleich wieder nehmen, unter dem rechten Knie kannst du die Rolle gerne bringen, aber unter dem linken Knie mach sie weg. Und jetzt hier in Rückenlage, mach irgendeine Bewegung mit deinem Becken, sodass dein linkes Knie beginnt sich in Richtung des Bodens abzusenken. Du musst nicht auf den Boden kommen. Ja, aber beobachte, wie kannst du eine Bewegung machen, dass dieses linke Knie näher zum Boden kommt? Und für diejenigen von euch, für die das leicht möglich ist, aber bitte nur für diejenigen, ihr könnt natürlich gerne auch den Boden berühren und beobachtet, wenn ihr zum Boden kommen wollt, wird am Ende eine bestimmte Organisation im Unterleib notwendig sein. Ihr erinnert euch an gestern, da habe ich bereits im Sitzen mit euch so ähnliche Variationen gemacht. Denkt an den unteren Unterleib, an diesen Raum zwischen Bauchnabel und Schambeinbogen oder jetzt Bauchnabel und Hüfte und benutzt diesen Raum, schiebt den nach vorne, um dieses linke Knie näher zum Boden zu bringen. Genau, und was macht der Kopf jetzt? Und es ist jetzt interessant, wenn ich jetzt spontan im Raum rumschaue, dann ist es so, dass bei einigen von euch der Kopf einfach in der Mitte liegen bleibt. Bei manchen von euch dreht sich der Kopf nach links, während das linke Bein zum Boden kommt. Und bei manchen von euch dreht sich der Kopf nach rechts, während das linke Bein zum Boden kommt. Jetzt habt ihr drei Variationsmöglichkeiten und ich würde euch einladen, die alle dreimal auszuprobieren. Also erstmal, was müsstet ihr machen, damit der Kopf in der Mitte bleibt? Ist das eine spontane Lösung oder müsst ihr den Kopf davon abhalten, etwas zu tun? Was müsstet ihr machen, damit der Kopf, während das linke Knie zum Boden kommt, nach rechts rollt? Und dann natürlich als letzte Frage, was müsstet ihr machen, damit der Kopf nach links rollt, während das linke Knie zum Boden kommt? Genau, und dann macht einen Moment Pause.
Noch einmal bringen beide Fußsohlen zueinander. Ihr bekommt gleich eine längere Pause. Und erkunde das Gleiche nach rechts hinüber. Also lass dein rechtes Knie sich in Richtung Boden bewegen. Spiel mit der Idee, dass die Bewegung des rechten Knies aus deinem Unterleib herauskommt. Dass es das Becken und der untere Unterleib ist, dass dein Knie in Richtung Boden schiebt sozusagen. Genau, und im ersten Moment spür nach, wie sich diese Bewegung durch dich hindurch fortsetzt. Da wird mehr Gewicht auf deine rechte Seite irgendwie im Bereich der Schulter kommen. Die linke Seite des Beckens wird sich vermutlich ein bisschen vom Boden abheben. Irgendwas passiert im unteren Rücken asymmetrisches, wenn du dein rechtes Knie zum Boden bewegst und dein Unterleib nach vorne stülpst auf der rechten Seite. Und dann probier auch hier diese verschiedenen Variationen mit dem Kopf aus. Einmal lass ihn liegen, beobachte, was muss passieren, damit der Kopf in der Mitte bleibt. Wie musst du dich organisieren, dass der Kopf mit den Knien mitrollt? Mit dem Becken mitrollt, müsste man eigentlich sagen. Und was müsste passieren, damit du gegenläufig den Kopf rollen lässt? Jedes Mal eine andere Organisation. Und jedes Mal eine Organisation, die irgendjemand hier im Raum spontan ausgewählt hat. Und dann langsam beginne, diese Bewegung zu beiden Seiten zu machen. Einmal bringst du das rechte Knie zum Boden, einmal bringst du das linke Knie zum Boden. Mach's langsamer. Manche von euch sollten nur ein Zehntel der Geschwindigkeit machen, die sie machen. Ja, und bleib die ganze Zeit bei deiner Aufmerksamkeit auf dem unteren Unterleib und benutze die Bewegung aus dem Becken und dem unteren Unterleib heraus. Und beobachte erstmal, was macht der Kopf spontan. Und dann probier auch hier diese Variationen aus. Wie ist es, wenn du den Kopf genau in der Mitte lässt? Wie ist es, wenn du den Kopf mit dem Becken rollen lässt? Und wie ist es, wenn du den Kopf entgegen dem Becken rollen lässt? Und für diejenigen von euch, für die das sehr herausfordernd ist mit diesen offenen Beinen, ihr könnt auch die Beine aufstellen. Es ändert natürlich was an der Bewegung, aber bevor ihr leidet, macht das lieber mit aufgestellten Beinen. Und dann müsst ihr halt, dann habt ihr nicht die Referenz des Knies, das zum Boden kommt, sondern ihr könnt, müsst einfach euer Becken sozusagen rollen, sodass euer Becken mehr nach rechts und nach links hinüber rollt. Lasst die beiden Beine wieder lang werden und mach einen Moment Pause. Stell bitte deine beiden Beine auf und heb dein Becken ein kleines bisschen vom Boden ab, sodass du mit deinem rechten Unterarm unter deinen unteren Rücken oder im Bereich des unteren Brustkorbs so ein bisschen hineingleiten kannst. Und dann lass den rechten Unterarm dort drinnen bleiben und bring dein Becken wieder zurück zum Boden. Genau, und dann bring die beiden Fußsohlen zueinander für diejenigen von euch, für die das möglich ist, die anderen lassen die Beine aufgestellt und beginn dein Becken so zu kippen, dass das linke Knie in Richtung Boden kommt und komm wieder zurück. Und beobachte jetzt vor allem den Weg zurück, wenn du zurück zu deiner Mitte kommst. Wie organisierst du deinen unteren Rücken, den Bereich des unteren Brustkorbs, sodass der so geschmeidig wird, dass er sich sozusagen um diesen Arm, der unter deinem unteren Rücken liegt, herumschmiegen kann. Sodass Platz für diesen Arm, den Unterarm, den rechten Unterarm entsteht. Und dein ganzes Selbst wird so weich auf der Rückseite,
dass dieser Raum zur Verfügung steht, für den rechten Unterarm dort zu liegen. Und dann beim nächsten Mal, wenn du wieder auf deinem Rücken liegst, stell wieder die Beine auf, schieb den anderen Unterarm hinein, bring die beiden Fußsohlen wieder zueinander oder lass die Beine aufgestellt und kipp mit deinem rechten Knie zum Boden oder lass dein Becken nach rechts hinüberrollen. Jetzt hast du den linken Unterarm unter dem unteren Rücken und du rollst nach rechts hinüber. Und je nachdem, wie weit du diesen Unterarm unter deinen Rücken hineinschiebst, natürlich wird das unterschiedliche Fragen stellen. Genau. Wenn du Lust hast, komm nochmal zurück zur Mitte, stell beide Beine auf, heb dein Becken hoch in die Luft und gleite mit beiden Unterarmen unter deinen unteren Rücken, so dass die rechte Hand den linken Ellbogen oder linken in der Nähe des linken Ellbogens fasst, die linke in der Nähe des rechten Ellbogens. Bring dein Becken zurück und roll dann dein Becken ein bisschen zur einen Seite hin und zur anderen Seite hin. Und beobachte, wie dieser Rücken diesen Raum erschaffen kann, dass der Arm dort liegen kann, ohne zerquetscht zu werden. Und wenn du genug hast, nimm die Arme raus und mach nochmal ein paar simple Bewegungen Richtung zur Seite hin, 3 Uhr, 9 Uhr, 9 Uhr, 3 Uhr und beobachte, haben diese Arme im unteren Rücken irgendwas getan für die Organisation der Bewegung? Und dann, wenn du wieder in der Mitte bist, bleib in der Mitte und roll nochmal Richtung 12 Uhr nach unten und 6 Uhr nach oben. Und spür auch nach, ob vielleicht die Verbindung von Becken zum Kopf ein bisschen klarer jetzt in dieser Organisation würde. Und dann mach bitte eine Pause und beobachte, was taucht auf in deiner Wahrnehmung. Wie fühlt sich der Kontakt zum Boden insgesamt an? Bring bitte nochmal die beiden Fußsohlen zueinander. Oder wenn es für dich sehr viel angenehmer wäre, stell die beiden Beine auf. Im Moment ist es so, für die nächste Variation könnt ihr die Beine genauso gut aufstellen oder mit den Fußsohlen zueinander haben. Und komm nochmal zurück zu dieser Rollbewegung des Beckens Richtung 12 Uhr nach unten und 6 Uhr nach oben. Finde wieder diese klare Richtung, spüre nach, wann dein Becken nach unten in Richtung 12 Uhr ist, wie weit der Weg dort ist, wo ist die Mitte und dort aus roll nach oben und erlaube deiner Wirbelsäule diese Bewegung einfach durch sie hindurch nach oben zu lassen bis zu deinem Kopf. Und spür nach, wenn du sozusagen
alles entlang des Weges vom Becken bis zum Kopf loslassen würdest. Was an und für sich unmöglich ist, aber so mit dir zu vorstellen, zu spielen, dass da diese 24 Wirbel der Wirbelsäule zwischen Kopf und Becken liegen und die nichts weiter tun, als die Kräfte zu übertragen, die durch die Rollbewegung des Beckens entstehen. Was für eine Art von Bewegung würde dann am Kopf entstehen? Stell dir wieder vor, du hättest auch hinter deinem Kopf so ein Zifferblatt liegen. Der Hinterkopf in Neutral liegt in der Mitte, das Becken in Neutral liegt in der Mitte. Und wenn das Becken nach unten Richtung 12 Uhr rollt, lass den Kopf mitrollen, sodass auch der Kopf in Richtung 12 Uhr nach unten rollt. Und wenn das Becken nach oben Richtung 6 Uhr rollt, lass den Kopf sich ebenfalls nach oben in Richtung 6 Uhr mitrollen. Und dann nimm die beiden Hände, verschränke sie ganz sanft hinter deinen Kopf. Bring die beiden Ellbogen nach vorne in Richtung Zimmerdecke und heb deinen Kopf ein kleines bisschen ab vom Boden. Und wieder mit aufgestellten Beinen oder mit den Fußsohlen zueinander beginn diese 6 Uhr, 12 Uhr Bewegung in dein Becken zu machen. Und beobachte, was möchte der Kopf jetzt machen? Wenn du das Becken in Richtung oben, Richtung 6 Uhr rollst, was macht der Kopf dann? Und wenn du das Becken in Richtung unten rollst, was macht der Kopf dann? Genau, und könntest du das, also die Variationen, die ich sehe, ist irgendwie, die meisten von euch heben den Kopf ein kleines bisschen und er kommt wieder ein kleines bisschen zurück. Ja, je nachdem, in welche Richtung ihr das Becken rollt. Was immer du tust, könntest du das umdrehen. Also wenn sich der Kopf hebt, zum Beispiel wenn du das Becken Richtung 6 oder nach oben rollst, dann lass den Kopf sich dann mal senken. Und wenn du das Becken sich, der Kopf sich senkt, wenn du in die entgegengesetzte Richtung gehst, dann lass ihn heben. Sozusagen mach das Gegenteil von dem, was du gemacht hast. Beide Variationen waren hier im Raum zu sehen. Und dann lass das sein, verlängere die Beine, bring die Arme raus und mach wieder Pause. Irgendwann heute Morgen, ich weiß nicht mehr bei wem, irgendjemand hat den Begriff die richtige Bewegung benutzt. Und das ist erstmal eine interessante Terminologie, weil was ist dann richtig oder falsch? Im Moment ist es so, dass es keinerlei Absicht hinter diesen Bewegungen gibt, die wir gerade erkunden, machen. Und aus dieser Perspektive heraus ist jede Bewegung aus meiner Sicht richtig. Weil es gibt immer irgendwie eine Lebenssituation, in der genau diese Organisation vermutlich die beste wäre. Aber da wir im Moment uns außerhalb einer klassischen Lebenssituation befinden, in der es darum geht, irgendwas zu tun, um damit
ein Ziel oder einen Zweck zu erreichen, ist es völlig egal, welche Variation ihr macht. Also richtig oder falsch ist eigentlich keine Kategorie, die man wirklich anlegen kann in solche Feldenkreislektionen an sich. Eine Kategorie, die oftmals mehr Sinn macht aus der Perspektive des Unterrichtens, ist eher die Frage, wenn ich so eine Bewegung anleite und ich hätte irgendwie im Raum ein Wesen, das sich so strukturiert, wie wir Menschen sind, das das gleiche Skelett hat, das aber keine persönliche Geschichte hat, das keine persönlichen Erfahrungen mitbringt, das keine Gewohnheiten angelegt hat, sozusagen, dass das Nervensystem zurücksetzen könnte auf Null, weil ohne Nervensystem geht's nicht. Wie würde sich dieses Wesen bewegen? Also die Frage ist jetzt sozusagen die, wie sind wir als Spezies gebaut und was sind Entscheidungen, die wir getroffen haben, oftmals unbewusst im Laufe unseres Lebens, abzuweichen von dem, wie wir als Spezies gebaut sind. Und wir haben diese Wahlmöglichkeit, das ist eine großartige Wahlmöglichkeit. Wir wollen nicht die Sklaven unserer Struktur sein. Wir haben Wahlmöglichkeiten, uns anders zu verhalten, wie es unsere Biologie uns exakt vorgibt. Aber eine interessante Frage ist, wie würde sich die Bewegung in einem Skelett weiter fortsetzen, wenn nicht irgendwie Gewohnheiten und andere persönliche Lebensgeschichten, Verletzungen und so weiter, dem vielleicht im Weg stehen. Roll dich bitte über eine Seite und komm hoch ins Sitzen. Stütz dich wieder mit beiden Händen hinter dir auf, hab die beiden Fußsohlen zueinander oder die beiden Beine aufgestellt. Für einen Moment, für diese Variation ist das nicht so wichtig. Und beginn wieder dein Becken Richtung 6 Uhr und 12 Uhr zu rollen. Und beobachte, was macht der Kopf jetzt? Kannst du dich erinnern, was er gemacht hat im Liegen? Weißt du noch, was er gemacht hat, als du den Kopf leicht gehoben hast? Und was passiert jetzt? Nicht bei den anderen schauen, die man es. Wenn du dir jetzt wieder vorstellen würdest, naja, ist schwieriger fast in der Situation, der Kopf würde auch irgendwie auf dem Zifferblatt liegen, das Zifferblatt müsste sich durch den Raum mitbewegen. Was macht der Kopf für eine Bewegung? Und viele von euch werden entdecken, dass wenn ihr jetzt im Sitzen seid und ihr rollt euer Becken nach unten in Richtung 12 Uhr, dass der Kopf die Tendenz hat, in Richtung Zimmerdecke sich zu heben. Was sozusagen eine Rollbewegung, wenn ihr am Rücken liegen würdet, bedeuten würde, dass der Kopf in Richtung 6 Uhr nach oben rollen würde. Und wenn ihr euer Becken in Richtung 12 Uhr rollt, euer Becken sozusagen in leichte Beugung bringt, dann senkt sich bei vielen von euch der Kopf. Was bedeuten würde, wenn ihr im Rücken liegen würdet, dass der Kopf in die entgegengesetzte Richtung sich bewegt wie das Becken. Jetzt kommt nochmal auf den Rücken, stellt beide Beine auf oder bringt die Fußsohlen zueinander und probiert es nochmal jetzt in Rückenlage aus. Ja, lass den Kopf liegen, aber spür nach, was macht der Kopf, wenn er am Boden liegt. Genau. Das war irgendwie so deine Frage, Fitzi, oder? Bitte?
Ja, genau. Ja, und das ist jetzt interessant. Also viele von euch entdecken jetzt, dass der Kopf in Rückenlage was anderes macht, als er im Sitzen macht. Und wie kommt das? Bei dir ist es das Gleiche. Ich weiß, du bist nicht die Einzige. Es gibt ein paar Leute, wo es das Gleiche ist. Ja, aber bei vielen Leuten ist es eine andere Bewegung. Ja. Mach nochmal Pause. Komm bitte auf deine Ellbogen und Unterarme. Genau, und hab die beiden Fußsohlen zueinander, wenn das für dich leicht möglich ist. Und achte mal darauf, wo ist der Scheitelpunkt deines Kopfes. Und für den Moment spiel mit der Vorstellung, dass dein Kopf mehr oder weniger vertikal ist. Und ich könnte jetzt im Raum rumgehen und ich könnte diese Kopfpolster nehmen und jedem von euch eins auf den Scheitelpunkt des Kopfes liegen. Und eure Aufgabe ist, dass das Ding dort oben bleibt. Ja, der Kopf bleibt ruhig mit dem Scheitelpunkt des Kopfes mehr oder weniger in Richtung Zimmerdecke. Mehr oder weniger. Und beginnt dann euer Becken wieder Richtung 6 Uhr und 12 Uhr zu rollen. Aber sorgt dafür, dass das Ding auf eurem Kopf liegen bleiben kann, wie auch immer. Ich habe euch von dem Film Babys schon erzählt, oder? Den kann man, glaube ich, kostenlos sogar im Internet finden, wo es so um die Geschichte geht, diese Kinder, die in verschiedenen Kulturkreisen aufziehen, die werden von der Geburt bis zum Ende des ersten Jahres begleitet, quasi sozusagen durch den Weg vom auf die Welt kommen, bis sie stehen und gehen können. Babys, der heißt einfach nur Babys, das ist aber super spannend. Das ist ein afrikanisches Kind, das ist ein Kind, das in Japan aufwächst, eins in Amerika und eines in der inneren Mongolei, in so einer Jurte. Und das ist total spannend, weil, also was mich dann immer so beeindruckt, ist das afrikanische Kind. Das wächst wirklich im Busch auf, also es sind zum Teil dann ganz interessante Szenen, macht nur im Moment Pause. Das trinkt dann ab und zu mit dem Hund aus der Pfütze und die Mutter sitzt daneben und lacht. Das könnte man sich hier wahrscheinlich eher nicht so vorstellen. Aber was interessant ist, in dem Augenblick, wo dieses Kind beginnt zu stehen, ja, nimmt die Mutter eine alte Blechdose und stellt sie ihm auf den Kopf. Ja, und das ist dann eines der zentralen Spiele, dass das Kind sozusagen bekommt, lass die Dose auf dem Kopf bleiben, wenn du läufst. Das ist interessant, denn das ist eine Kultur, in der das noch Sinn macht, weil dort die Menschen zum Teil viele große Gewichte auf dem Kopf tragen, um weite Strecken zu gehen und die sozusagen wirklich abzuleiten. Aber es organisiert natürlich den Kopf auf eine Art und Weise, wie wir das gar nicht mehr kennen. Also komm nochmal zurück auf Ellbogen und Unterarm. Stell dir vor, deine Mutter hat dir gerade die Blechdose auf den Kopf gestellt. Die ist voll mit Wasser. Das ist keine ätzende Flüssigkeit, ist nur Wasser. Wenn so ein bisschen was rausschwappt, ist nicht so schlimm. Aber die Flüssigkeit soll da drinnen bleiben und dann roll dein Becken. Hab die Fußsohlen beieinander oder aufgestellt, genau, und roll dein Becken nach oben und unten und beobachte. Jetzt ist eine neue Herausforderung da. Jetzt geht's darum, das andere Ende der Wirbelsäule ruhig zu halten und diese Bewegung durch die Wirbelsäule hindurch trotzdem so zu verteilen, dass das obere Ende ruhig bleibt. Das wäre aus unserer Sicht so die höchste Form der Organisation für die Freiheit des Kopfes. Der Kopf kann immer auf den Horizont orientiert bleiben, unabhängig davon, was der Rest deines Selbst unterhalb macht. Genau. Und dann
Lass den Kopf mal nach hinten hängen. Wumms, lass ihn einfach runterhängen. Bleib dort hinten und mach weiter mit dieser Rollbewegung. Was heißt das, den Kopf hängen zu lassen? Brustbein hebt sich ein bisschen. Der obere Brustkorb ist da. Ein Tipp, öffnet euren Mund ganz leicht. Das macht es wirklich leichter, wenn ihr den Kopf nach hinten hängen lässt, dass er nicht die Zähne zusammenbeißt. Und mach weiter mit der Bewegung, aber lass den Kopf hinten hängen. Wenn das tolerabel ist, für manche Leute wird es dann schwindelig, dann macht das natürlich nicht. Und dann komm wieder zurück und lass den Kopf mal nach vorne hängen. Stell dir vor, du wolltest dein Kinn auf dein Brustbein ablegen und du bleibst hier und machst weiter mit dieser Rollbewegung des Beckens Richtung 6 Uhr und 12 Uhr. Und dann lass den Kopf machen, was er möchte. Wie möchte er darauf reagieren, auf diese Bewegung? Genau. Und wenn du genug hast, natürlich roll dich zurück auf deinen Rücken und mach wieder Pause. Und beobachte, hat sich irgendwas verändert an der Art, wie du dich jetzt erlebst? Könnte sein, dass sich am Kontakt mit dem Boden ein bisschen was verändert hat. Kann aber auch sein, dass einfach andere Dinge in den Vordergrund kommen. Vielleicht nimmst du die Wirbelsäule auf eine reichhaltigere Art wahr. Lass nochmal deinen Kopf zur einen Seite rollen und zur anderen Seite rollen. Wir haben das jetzt heute noch nicht gemacht, aber wir haben gestern ja damit begonnen. Und beobachte, kannst du irgendwie spüren, ob diese ganzen Erkundungen mit dem Becken etwas mit der für die Freiheit des Kopfes tun können. Und noch einmal bitte komm auf Ellbogen und Unterarme. Hab wieder die Fußsohlen zueinander oder hab die beiden Beine aufgestellt, wenn das zu herausfordernd wäre. Wenn sie aufgestellt sind, würde ich dir raten, dann nimm die Rolle raus und bring sie ein bisschen näher, dass sie wirklich stehen können. Sind sonst sehr weit weg. Genau. Und dann
hab deinen Kopf wieder mehr oder weniger in einer vertikalen Position. Mehr oder weniger ist es nicht 100% vertikal. Und beginne noch erstmal, probier noch mal aus diese 6-12-Bewegung. Lass den Kopf machen, was immer er möchte. Ja, der kann mitgehen, der kann in der Position bleiben, wie auch immer du willst. Und dieses Mal stell dir wieder dieses Zifferblatt wirklich bildlich hinter dir vor. In dem Augenblick, wo du sozusagen in der Mitte bist, deines Selbst, bist du mit deinem Becken über diesem Ursprung in der Mitte des Zifferblatts, dort wo die Zeiger hervorkommen. Dann roll dein Becken ein bisschen nach unten in Richtung 12 Uhr und finde, wie weit ist der Weg dort nach unten. Und dann komm zurück, finde, spüre, wann du durch die Mitte gehst und finde diese Richtung 6 Uhr. Und spüre nach, wie weit das ist, in die andere Richtung zu gehen. Und gleiche das nochmal ein bisschen an. Wir suchen jetzt nach einem Zifferblatt, das wirklich ein klassisches Zifferblatt ist, das rund ist. Ja, kein Dali-Zifferblatt, das über irgendwelche Äste hängt. Genau, und wenn du, so dass der Abstand nach oben und unten der gleiche ist. Wir brauchen nochmal Pause, sehe ich. Mach nochmal Pause. Und vielleicht lass mal die beiden Beine lang, vielleicht machen wir nochmal was, einen kleinen Zwischenschritt. Komm mit langen Beinen bitte auf deine Ellbogen und Unterarme. Und beobachtet mal, habt ihr die Ellbogen in einer Position organisiert, dass sie euch wirklich tragen können. Das heißt, was ihr sucht, ist eine Situation, in der die Oberarme mehr oder weniger senkrecht stehen, und zwar senkrecht in beiden Auslenkungen, also sowohl bezüglich oben und unten als auch rechts und links. Das heißt, eigentlich sind eure beiden Ellbogen direkt hinter euren Schultern, sodass die Kräfte vom Oberarmknochen gehalten werden können. Wenn ihr die Ellbogen weiter voneinander weg entfernt, je weiter die wegkommen, umso mehr muskuläre Arbeit werdet ihr benötigen, um euch halten zu können in der Situation. Dann bringt die beiden Fußsohlen zueinander oder stellt die beiden Beine auf. Genau. Und jetzt visualisiert euch nochmal euer Zifferblatt. Erinnert euch dran, dass der Abstand von der Mitte nach 12 und der Abstand von der Mitte nach 6 der gleiche ist. Und beginnt dann, indem ihr euer Becken Richtung 12 Uhr nach unten kippt und von 12 Uhr geht weiter zur 1. Von der 1 geht weiter zur 2. Von der 2 geht weiter zur 3. Von der 3 geht weiter zur 4, 5, 6. 6 seid ihr dann oben. 7, 8, 9. Ihr geht um das ganze Zifferblatt herum in Uhrzeigerrichtung. Lasst ein bisschen Abstand zwischen euren Zahnreihen, presst die Lippen nicht aufeinander. Lasst die Augen weich sein, lasst den Kopf weich dort oben sein. Und stellt sicher, dass dieses Zifferblatt ein rundes Zifferblatt ist. Das heißt, der Weg von Mittelpunkt zu den einzelnen Ziffern ist immer gleich weit. Wir werden das im Laufe der Tage noch weiter erkunden. Im Moment geht es erstmal darum, dass du das Gefühl bekommst, wirklich entlang eines runden Zifferblatts dein Becken zu bewegen. Und nachdem du ein paar Mal in die Uhrzeigersinn gegangen bist, wende das Ganze und geh in die entgegengesetzte Richtung. Und spürst du oder kannst du jedes Mal wahrnehmen, wenn du über eine der Stunden hinwegkommst. Wo ist die 12? Wo ist die 11? Wo ist die 10? Wo ist die 9? Und so weiter. Genau, mach gerne zwischendurch Pause. Ich würde euch einladen, dann noch einmal wieder zurückzukommen und dieses Zifferblatt für euch zu finden. Und mit diesem Zifferblatt werden wir noch ein bisschen weiter spielen die nächsten Tage. Im Moment komm einfach auf deinen Rücken und spür nach, wie du dich jetzt erlebst.
Wie ist dein Bild über dein Becken im Moment? Wie erlebst du dein Becken, die Struktur des Beckens? Kannst du in dir sensorisch irgendwo finden, wo die Wirbelsäule in das Becken übergeht, in das Kreuzbein übergeht? Lass nochmal deinen Kopf rollen und spür nach, wie weit durch dich hindurch nach unten kannst du dieses Echo dieser Rollbewegung jetzt im Moment wahrnehmen. Taucht da zum Beispiel eine kleine Gewichtsverlagerung im Bereich des Schultergürtels aus, wenn der Kopf in die eine Richtung rollt oder in die andere? Ist das eine Bewegung, die überwiegend in der Halswirbelsäule stattfindet, oder kannst du wahrnehmen, ob zwischen deinen beiden Schulterblättern auch noch Bewegung ist? Und dann lass das Ganze ausklingen. Spür nochmal für einen Moment nach, ob es noch irgendwas zu entdecken gibt. Und roll dich dann über eine Seite und komm hoch ins Stehen. Beobachte, was es im Stehen für dich zu entdecken gibt. Und dann geh einige Schritte durch den Raum. Und während du jetzt durch den Raum gehst, beginne dich wieder nach außen zu orientieren, zu sehen, wer sonst noch mit dir da ist.